Frau Lindenknecht, während Jahren hat der Beruf von der MPA so ein bisschen als Sachgas gegolten. Jetzt tut sich da in den Feldern etwas. Was ist der Grund, warum sich das verändert? Es gibt sicher verschiedene Gründe. Ein Hauptgrund ist, dass es in Zukunft immer weniger Hausärzte wird geben. Und dass man versucht, die Hausärzte ein bisschen entlasten, indem dass die MPAs chronisch kranke Patienten mitbetreuen können. Es war sicher auch immer ein Wunsch da von den MPAs, dass das nicht mehr eben so eine Sackgasse ist, dass wir uns weiterbilden können, dass wir uns mehr reingeben können im Alltag. Was wir sicher schon gemacht haben, aber was jetzt wirklich auch so ein offiziell einen Namen hat. In welche Richtung geht denn das, wenn man sagt, weiterentwickeln? Was kommt da auf Sie zu? Was ist heute schon gang und gäbe? Was kommt noch dazu? Ja, hauptsächlich reden wir da von über die chronischen Patientenbetreuung. Das sind hauptsächlich Diabetiker. Es gibt herzinsuffiziente Patienten, Asthmatiker, COPDisten. Das ist so ein bisschen das Hauptfeld, würde ich sagen. Das sind die Patienten, die regelmäßig sicher alle 3 Monate in der Praxis sind, die wir schon kennen seit Jahren, wo wir eine Art auch schon eine Beziehung haben zu den Leuten. Gibt es da dazu ein Beispiel von einem Beruf, den es bereits gibt in dem medizinischen Bereich? Das beste Beispiel ist bei den Zahnärzten DH, die auch ihren eigenen Arbeitsbereich hat und diese Tätigkeiten kann übernehmen. Jetzt ganz konkret am Beispiel von einem Diabeteskranken XY. Was machen Sie jetzt da? Der kommt zu Ihnen, Sie schütteln die Hand und jetzt, was passiert jetzt? Ja, das Schöne ist, dass wir in der Regel genug Zeit haben, dass wir einfach zuerst mal hören können, was steht bei diesem Patienten an, was ist heute das Thema. Wir haben eine Art auch eine Checkliste, Sachen, die wir von den Patienten sicher wissen wollen und anschauen, Sachen, die wir jedes Mal anschauen, Sachen, die wir einmal im Jahr anschauen. Und dann gibt es Bereiche, ganz spezifisch, wenn jemand in die Ferien geht, Reiseberatungen oder die Fahrtauglichkeit oder die Füße genau kontrollieren, wie ist die Sensibilität, die Reflex, hat der Patient eine offene Stelle, gespürt er alles. Da sind Sie eigentlich wie so ein bisschen auch verantwortlich für die Person, natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem Arzt. Mhm. Also verantwortlich ist natürlich auch der Patient, aber ja, wir sind so ein Team. Und wie erleben Sie das jetzt? Der Patient oder die Patientin erwartet der Arzt und jetzt steht da plötzlich eine junge Frau da und sagt, ich bin jetzt Ihre Arztperson. Wie reagieren die Leute darauf? Ja, da hatte ich natürlich auch ein bisschen Angst am Anfang. Ich dachte, vielleicht möchten sie das gar nicht. Ich kann sagen, es kommt, glaube ich, ziemlich gut. Die Leute sind einfach froh, haben wir Zeit und ist da jemand, der sich interessiert für sie und wo sie begleiten mit dieser Krankheit. Sie sind sehr dankbar. Wissen die Leute auch, dass sie eine zusätzliche Ausbildung haben, dass sie da eine Fachfrau sind zu dem Thema? Ja, wir haben, das ist auch sehr lässig von unseren Chefen aus, wir haben allen Diabetikern zum Beispiel einen Brief heimgeschickt und haben sie informiert, dass wir die Ausbildung haben und dass sie zukünftig auch von uns betreut werden. Sie sind ja Teil von einem grossen Gesundheitssystem mit ganz vielen Spezialistinnen. Wie sehen Sie Ihre Rolle dort drin? Ich sehe mich ganz klar als jemand, der das Ganze koordinieren ein bisschen. Als Schnittstelle, kann man so sagen. Also die Spezialisten sind nach wie vor sehr wichtig und werden, wenn es nötig ist, immer mit einbezogen. Wie zum Beispiel Ernährungsberatungen oder Diabetologen. Genau, dass man muss spüren, wo müssen wir jetzt jemanden zuziehen. Und dann tun wir das mit dem Chef besprechen und die Leute je nach Bereich noch mit hinschicken. Wenn Sie jetzt 10 Jahre in die Zukunft denken und sich immer noch als, wie immer der Beruf dann heisst, denken, was haben Sie das Gefühl, was Sie dann alles werden machen? Ich denke, es geht in diesem Stil weiter. Es wird einfach immer mehr. Also Betreuungen geben, mehr Sitzungen pro Tag. Und vor allem möchte ich auch mehr noch die herzinsuffizienten Patienten begleiten, COPDisten, die anderen chronisch kranken Patienten. Und einfach immer mehr auch eine Entlastung sein für den Arzt, für den Hausarzt, dass der kann für Notfälle und so da sein. Jetzt zu Ihnen selber an dieser Ausweitung von Ihrer Tätigkeit. Was macht Ihnen da am meisten Freude?
Oh, es gibt ganz viele Sachen, die mir Freude machen. Ich habe jetzt viel mehr Verantwortung in meinem Alltag. Ich habe täglich verschiedene Patienten, die ich sehen darf, die ich zusammenarbeiten darf. Ich lerne jeden Tag Neues. Ich darf den Leuten Sachen beibringen. Ich lerne die Leute immer besser kennen und spezialisiere mich auch immer mehr in diesen Bereichen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.